Ich roll jetzt auf Bremen zu. Bin heute ein bisschen später losgekommen. Erst so kurz nach 7:30. Aber ist nicht schlimm. War auch mehr oder weniger so geplant, weil ich heute eigentlich genug Zeit habe. Die heutige Etappe ist nicht ganz so lang. Ja, dann gucke ich mir jetzt erstmal Bremen an. Aber ich denke mal, allzu viel Sightseeing werde ich auch nicht machen. Weil mit dem ganzen Gepäck am Rad in der Großstadt ist mir das auch nicht so angenehm. Da im Dunst liegt der Flughafen von Bremen. Ja, dann werde ich ja bald da sein. Ja, laut Karte ist es auch wirklich nicht mehr weit. Und dann kann ich den nächsten Bikeline weglegen und den Bikeline Hamburg-Bremen rausholen. Also bis jetzt haben die Radwegeplaner es scheinbar gut geschafft, einen aus dem Verkehr rauszuhalten. Weil ich müsste jetzt gleich an der Weser sein. Also schon ziemlich mitten in Bremen und viel mit Verkehr zu tun hatte ich bis jetzt noch nicht. Ist eigentlich schön hier zu fahren. Ja, so wie es bei uns im Ruhrgebiet Ecken gibt, wo man nicht meint, dass man mitten in der Stadt ist, gibt es das hier in Hamburg, wollte ich schon sagen, hier in Bremen auch. Boah, bin ich froh, dass ich aus dem Großstadtgewusel raus bin. Leck mich an die Füße. Aber das war mir gerade echt zu viel. Ich meine, ich schaue mir Bremen bestimmt irgendwann noch mal zu Fuß an, weil die Innenstadt ist ja wirklich toll, die Altstadt. Aber mit dem Rad nicht normal. Jetzt geht es hier Richtung Universität. Ortsauswärts durch so einen Stadtwald oder Park, weiß ich nicht, was es genau ist, aber man kann, glaube ich, auch genauso gut an der Straße entlang fahren, weil es ist ein extra Radweg und der ist geteert. Hier der Schotter, der bremst schon ordentlich. Aber nun gut. Ist ja nicht so, als hätte ich keine Zeit. Geschafft. Die Stadt liegt hinter mir. Da hinten seht ihr noch die Autobahn und keine Ahnung, was das für ein Turm da ist. Ob der zur Uni gehört, keine Ahnung. So. Die freie Landschaft liegt vor mir. Ja, ab Bremen bin ich die ganze Zeit den Kuhgrabenweg gefahren. Ich denke mal, dass das dann hier auch der Kuhgraben ist. Und dann kommt man hier an eine kleine Schleuse. Aber wirklich eine kleine Schleuse. Ich weiß nicht, ob es dann vom Kuhgraben, da geht es dann, glaube ich, in die Wümme. Oder?
steht hier. Schleusenkammer 7,50 Meter breit, 30 Meter. Ach, guck an. Kann man selber schleusen. Ja, da hinten auf dem Still steht Hamburg 144 Kilometer. Auf dem Tacho habe ich jetzt 309. Ja, schon eigenartig. Fährst du auf der anderen Seite aus Bremen raus, bist du in einer anderen Welt. Die Landschaft hat sich komplett geändert. Auf einmal siehst du die ersten redgedeckten Häuser. Jetzt habe ich wirklich den Eindruck, im Norden zu sein. So gestern und vorgestern, das war die ganze Zeit noch, war eigentlich ziemlich Münsterland ähnlich, beziehungsweise ja, Diepholz, ja, hast halt mehr diese Ziegelhäuser, aber schon alles noch, wie ich es kenne, sage ich jetzt mal so. Und jetzt ist es auf einmal hier wirklich plattes Land und Marschlandschaft. Auch heute wieder jede Menge Wolken am Himmel. Man meint die ganze Zeit, gleich fängt es an zu regnen, aber da kommt nichts runter. Jetzt komme ich nach Fischerhude rein. Mal gucken, wie groß der Ort ist. Hätte nämlich ein Hüngerchen. Schon wieder. Aber der Riegel hat nicht lange vorgehalten. So, eigentlich wäre ich in 3 Kilometern schon an dem Campingplatz, den ich mir für heute rausgesucht hätte. Aber wir haben es jetzt erst 20:20, da wäre mir zu früh. Gibt es hier eine mehr oder weniger eingetragene Abkürzung auf dem Bikeline. Die fahre ich jetzt und dann werde ich jetzt, denke ich mal, den Campingplatz in Zeven oder Zeven mit Z geschrieben, keine Ahnung wie es gesprochen wird, den werde ich mir jetzt mal aussuchen. Und da vorne lief gerade ein Reh über die Straße. Habe ich schon auf der Tour jetzt das vierte gesehen. Naja, ich fahre da mal weiter.